Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gartic Phone hier bei PietSmiet mit allen aus dem Team PietSmiet und heute als Gast Mikkel, Shania und Luca. Hallihallo. Hallo. Hallihallo. Hallo. Yeah, yeah. Es ist wie immer, wir werden uns jetzt was ausdenken, dann wird's gemalt und am Ende lachen wir alle. Das ist richtig schlimm jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Wladimir Klitschko spritzt Wasser auf Kleinstein. Lara Croft küsst Indiana Jones. Alter, richtig schwierig, richtig schwierig. So schwierig ist das, glaube ich, eigentlich gar nicht. Lara Croft wird ausgezeichnet durch einen Pferdeschwanz und einem türkisen Top, hätte ich jetzt gesagt. Und eckige Brüste. Okay, die sind schwierig zu malen. Die hat zwei Knarren. So, easy snack. So, eindeutig erkennbar hoffentlich als... Oh, wobei, man könnte noch... Hotpants. Hat einen Schlapphut auf. Hat eine Jacke an mit einer Peitsche. Ja, okay, müsste aber... What the fuck ist denn das? What the fuck ist denn das? What the fuck? Shania und Luca beim Schönheitswettbewerb? Wieso zeigt diese Person eine Brust? Trauriger Jay wird von Polizei verhaftet. Von der Polizei. Polizei ist blau mittlerweile, ne? Ah, mach mal eine blaue Mütze. Ist sie noch blau, oder? Scheiße, wie mache ich denn die Polizei? Fuck. Okay. Und im Hintergrund noch eine Sirene. Ja, oder der hat noch eine Waffe gehalftert. Ja, ist doch eindeutig. Ist doch eindeutig erkennbar. Trauriger Jay wird von Polizei verhaftet. Okay. Meister der Linguistik. Ist natürlich vergleichsweise abstrakt. Da schreibt man einfach Linguistik hin. Jay mit Haaren malt ein Bild. Wie Jay mit Haaren? Dann ist das doch nicht mehr Jay. So, und dann machen wir jetzt eine Leinwand. Okay, die ist vielleicht ein bisschen groß. Irgendwie so steht er da ja bestimmt. So, und was malt er für ein Bild? Ein wunderschönes Bild malt er. Hier hat er noch die geile Palette mit den unterschiedlichen Farbdingern. Fertig. Okay. Peter erschlägt Scherenmann mit Pfanne. Peter verfüttert Jay als Hund an Ente? Was? Okay. Schöne Haare, Brille, Bart. Verfüttere Jay als Hund. Das heißt, ich muss jetzt noch schnell einen Hund malen. So. Drei Haare an Ente. Das ist die Killerente, Leute. Ne, braun sind die. Die weiblichen sind braun, ne? So. Ganz klar eine Ente. Ich würde sagen, das ist eindeutig eine Ente. Das war's. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Ich habe vorgegeben. Ein Dreiteiler. Wladimir Klitschko spritzt Wasser auf Kleinstein. Oh mein Gott! Das oh mein nie Gott! Nein, nein, das ist Kleinstein. Nein. Ein Pokémon! Was? Das kam niemals nein. Was? Nee. Okay. Es kam niemals nicht, an. Verkackt ist. Also. Okay. Gucken wir mal, was Christian ausgemacht hat. Okay, jetzt muss ich mich kurz erklären, okay? Ich muss dich jetzt erklären. Und ich finde das ganz gut, ehrlich gesagt, Moment, von Christian. Moment, bevor das aufgeregt wird, ich muss dich erklären. Und zwar haben wir gesagt, wir zeichnen mich mit Muskeln. Dann dachte ich so, okay, da ist aber keine Brille, aber da ist so eine Riesennase und ich habe eine Riesennase. Oh und Gott. Und das Ding ist, die Frisur sieht aus wie Hitler. Das heißt, ich habe Folgendes eingetippt. Nein. Also um ehrlich zu sein, ich weiß überhaupt nicht, wie du aussiehst. Perfekt, danke. Nein. Luca als Hitler weh. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich schon schreiben. Ich weiß, also, was ist bei dir das, du war. Du selbst hast es einfach. Das ist richtig unangenehm. Du selbst hast es da draus ja, gemacht. Ist das oh mein Gott. Denn? Ich hab nichts verstanden. Und ich dachte, wer ist denn so das Banane? Das Kleinstein einfach überlesen. Wie geil, dass du auch davon ausgehst, dass jemand das vorschlägt. Ja, dann, what the fuck, Alter. Also ich muss das ja jetzt meine echt schwierige Aufgabe habe, ja? 1A umgesetzt. Und draus kommt Luca als Hitler, Junge. Wo ist Ich als Boxer ja, mit Muskeln, ist selbst super. Wenn Luca rausgekommen wäre, spritzt auf Kleinstein ab, ja, das wäre okay gewesen. Aber wo ist denn da Hitler? Ja, aber ich wusste nicht, was da recht sein sollte. Okay. Also ich hab's erkannt.
Also, aber ich wollte das nicht alles so genau schreiben. Ich hab's nicht so ganz gemacht. Aber es war schon... Ja. Adolf Luca spricht zu seinen Homies in Nürnberg. Mann, ich hab mich da selber reingelassen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Okay, wie trifft man ja, denn Lukas jetzt? Ja, Lukas, weg. Ist das schlecht? Ja, gut. Der Führer spricht zu seinem Volk. Oh mein Gott. Und Mikkel, Alter, du armer. Boah, das ist voll cool. Ich finde, ich hab's noch sehr gut umgesetzt Mikkel, eigentlich. Oh, Perspektive. Ja, ja. Ah, Peter. Also ich finde, das ist so nicht ganz nach mir glitzert. Das ist, so das ist unangenehm. Richtig unangenehm. Das ist so Alter, von aber ich meine, was Luca selbst. Luca hat es sogar geschafft, beim Schreiben mitzuzuhören. Ja, aber jetzt ohne Witz. Das war, also, was hätte man denn daraus erkennen sollen? Das war auf jeden Fall nicht Luca sein. Als Hitler, Junge. Luca ist wie so ein Beifahrer, der so mitten in der Fahrt ins Lenkrad greift, ey. Wir haben es immerhin halbwegs rüber transportieren können, nachdem mit Luca verkackt hat. Ja. Wladimir Klitschko spritzt Wasser auf kleine Stein daraus ist dann dieses geworden. Gehen wir mal schnell weiter. Ja. Sebastian, gib vor. Oh, ich bin gespannt. Lara Croft küsst Indiana Jones. Ach du Scheiße. Fand ich eine super Aufgabe. Indiana? Ja. Sprechen wir da nicht drüber. Oh. Oh, das ist ganz gut geworden, würde ich sagen. Oh. Man könnte es, man hätte es erkennen Luca, können. Kann das sein, dass du vor mir gezeichnet hast? Ich habe mich nicht verlesen, nein. Nein, nein. Lara Croft und Indiana Jones knutschen. Ja. Also, sehr gut, Mikkel. Also folgendermaßen, ich habe irgendwie... Wann hat Lara Croft rote Haare? Ja, genau, ich habe nämlich nicht Lara Croft gelesen. Sondern... Lara Loft! Oh Gott! Das soll Lara Alter, Loft sein! Das soll Indiana Alter, ich wusste überhaupt, was du meinst in der Zeit! Ich hab was anderes gemeint, ich hab's dann weggemacht und dachte ich so, Scheiße! Alter, was ist das denn? Tut mir leid, also ich wusste überhaupt nicht, wer das sein soll. Das hab ich wirklich in den letzten 10 Sekunden gemacht. Deswegen hab ich mir einfach nüchtern gedacht, beschreibst du das, was du siehst. Christian, also da kann dir keiner was vorwerfen. Nee. Ich bin immer noch so begeistert von dieser Aufgabe und dann kommt das. Mensch mit Wut küsst Mensch mit langen roten Haaren. Ja. Okay. Ja, das war mir schon klar, dass das von Schneier wieder kam. Okay, das ist wirklich sehr schön. Aber das war trotzdem verwirrend. Man mit Zylinder und Schneier küssen sich. Der war noch nicht rot. Ja, ich weiß, aber wir haben doch letztes Mal darüber geredet, dass du vielleicht rote Haare gehabt haben hättest mal. Ja, aber es wurde dann hat vielleicht jemand das übernommen oder sowas. Was weiß denn ich? Oh Gott. Nee, Schneider hat keine roten Haare, das wissen wir alle, Jonathan. Ja, Peter. Ist klar, Peter. Alter, die züngeln Ja, die züngeln halt. Aber ich dachte, ey, ich hab schon gut erklärt. Ja, also ich möchte mich an der Stelle entschuldigen für diese... Also... Nee. Oh, also ich glaub, wie willst du dich denn noch entschuldigen? Also, warte mal, jetzt kommt ja noch mal, Luca. Mal gucken, was jetzt kommt. Oder sechs. Ja, das ja nur vor. Peter AKA Master der Linguist. Ah, okay. Boah, das war super schwer. Oh. Echt? Ja, ich fand das super. Wieso malst du mich mit dieser Hautfarbe, Alter? Wieso dürfen wir schreiben? Ich war lange in der Sonne. Immerhin hast du die gleiche Bartfarbe. Ja. Weißt du, Peter, 1A getroffen und er beschwert sich immer noch. Er kennt Peter. Meister der Linguistik. Guck mal, wie gut das erkannt wurde. Ich wollte halt nicht... Ja gut, na klar, wenn man es schreibt, ne, ist natürlich easy. Okay. das ist auch Meister geworden, der Linguistik. Ich hab nicht Meister der Linguistik geschrieben. Ja, Jay, also das mit dem Blabla ist ja dann nicht so Meister. Ja, und dann Alp und Lab und Abel, dann ist doch der, er redet sich doch da. Also wie soll man... Meister der Labai. Ja, ist auch nah dran. Immerhin kommt man meist... Oh Gott, was ist... Er frisst die Blase. Gut getroffen. Das sieht aus wie ein das Auge von, hin. Von den Peanuts, als würde er gerade... Ich bin Pac-Man, Alter. Nice. Ja, okay, wenn du natürlich Meister der Linguistik da reinschreibst in das Bild, dann ist das ja auch einfach zu erkennen. Ja, das war recht simpel. Mikkel gibt vor. Link
von Zelda, aber als Mobs. Alles als Mobs, immer. Ja. Was? Nein, bitte was? Ich hab mich erstmal aufgeregt, warum denn als Mobs? Warum denn alles als Mobs? Ja, weil das in allen Kategorien mit. Alter, das ist ein Ding. Das macht man nicht. Okay, what the fuck? jetzt habe ich verstanden. Okay, warte. Ich weiß, was ich schreiben will. Okay, also. Ich weiß, was gleich kommt. Der Platz und die Zeit waren vorbei. Es tut mir sehr leid für denjenigen, der nach mir kommt. Aber ich glaube, man kann es trotzdem erzählen. Aber das ist ja, aber man muss das ja auch erstmal erkennen, was das sein soll. Wie soll man denn daran Link erkennen erstmal? Nicht mal ein Triforce irgendwo. Verprügelt Scherenmann mit einem Knüppel. Okay, das ist schon wieder vollkommen. Wo ist denn da der Knüppel gescheitert, Leute? Vielleicht beim nächsten Bild. Ja. Ah. Ja, ich weiß warum. Ich aber weiß, was Sepp geschrieben hat und ich weiß, was ich gemalt habe. Peter hat übrigens keinen Bart. Peter Scherenmann mit Pfanneko. Oh! Ah. Das hatte nämlich. Also, ich wusste, dass das. Also, Jay konnte nicht sein, dafür waren es zu viele Striche. Und ja, dann muss es. Ja, Peter war nah dran. Irgendwer. Kann sein, dass wir nie Bram bei irgendwas haben? Nee. Bram hat auch keine Brille! Ah ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich den malen soll. Oh, guck mal, das ist gut gemalt, Christian. Das ist gut geworden. Ja, hey, die Pfanne ist halt schwer zu malen. Scherenmann mit Pfanne. Das fand ich schwer. Mega gut. Ich fand die Pfanne schwer, aber ich glaube, ich bin der Letzte in der Reihe. Das heißt, ich habe halt. Ja, guck mal, noch schon mit dem Ei drin. Mit dem Ei reingemacht, damit du die Pfanne erkennst und nicht irgendwie. Dieses Scherengesicht ist ja awesome. Das sieht voll gut aus. Ganz knapp dran vorbei. Ja, ich weiß auch nicht von Zelda, aber als Mobs. Also, naja, also Zelda ist schon noch nah dran. Das ist verstörend. Der Mobs, ist direkt ja. Der 1 gescheit. Wer war nochmal die 1? Okay, Dennis, gib vor. Luca malt ein schönes Bild in Gartitz vor. Ja, genau. Das war Luca. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, wie man Luca malt, also. Mit Muskeln. Du warst letztes Mal nicht da, ne? Nee, ich war letztes Mal nicht da. Ich kenn die noch. Ich war letztes Mal da, Michael, ich hab dann auch wieder vergessen. Wow, du wusstest nicht, wie du ihn malst, also malst du gar nichts? Okay, das ist. Aber das ist doch nicht Gartic Phone, Alter. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, so hab ich auch so erkannt. Also, du hast halt Luca und Gartic Phone weggelassen. Okay. Ja. Hey, das ist Luca. Ja, also, aber da vereinfacht eben. Also. Ja. Jay ohne drei Haare malt an Landschaftspot. Ja, klar, Jay ohne drei Haare, weil man, die habe ich mir gespart, dann bin ich schon ja, mal. Aber. Alter. Das ist doch dumm. Jetzt ist halt das ist doch Bob so Jay. Das ist Bob Jay. Zu erkennen. Ja, aber Jay war easy zu erkennen, also das war kein Problem. Jay mit Haaren malt ein Bild. Mit okay. Haaren, als wäre das was Originelles. Das ja, also habe ich klar umgesetzt. Also Jay mit Haaren habe ich auch nicht erkannt, weil das ist ein Widerspruch in sich. Also. Ja, aber drei Sachen sind immer Jay. Das ist doch ganz Picasso klar. Malt abstrakte Kunst. Wer malt denn Picasso so eine Frisur? Aber Picasso! Aber jetzt sind wir wieder bei Luca. Das stimmt, wir sind wieder zurück. Luca malt abstrakte Kunst. Das ist gar nicht so weit weg jetzt dadurch. Ja, ja, schön, ja, das ist okay. Ich finde, ja. Wir sind sehr nah dran geblieben. Ja. Mhm. Da könnte jetzt auch wieder eine Mickel-Zeichnung sein, tatsächlich, über Luca. Ey. Ja. Shania hat vorgegeben. Beta bewirft Tauben mit Steine, nicht das. Ah. Was? Danke, okay, dann war das wirklich das? Oh Gott, ich war ja, okay, war gar nicht so falsch. Ah, jetzt weiß ich. Oh Gott, die Hand in der Lüfte. Das war richtig gut, Bram. Oh. Wieso gucke ich denn schon wieder so? Ich mag das, wie Peter immer in alle Richtungen schielt. Aber ich wusste nicht, dass Mikkel es Peter ist. Mikkel wirft einer Ente einen Stein an den Kopf. Ich hab keinen Bart. Wisst ihr, da male ich einmal Peter, ja? Ah. Dein Bart in deiner Haarfarbe. Guck mal, du hast den schon erkennt man dich nicht mehr. Warte mal, jetzt musst du. Wie was? Da erkennt man nur den Mobs. Mikkel, was passiert denn da jetzt? Also, wie? Was soll es denn? Soll es denn sonst denn? Wie macht geil, man dass den der Mobs am Flexen dich? Ist. Es ist eine Hundkatze. Was? Ja, nee, ich hab doch noch in der letzten Folge gesagt, ein Mobs hat keine spitzen Ohren. Ich hab extra keine spitzen Ohren gemalt. Ja, der hat aber auch nicht so runde.
Ja, was hat denn der für Ohren? Rautenförmig. Rautenförmige Ohren, halte Rauten mir fest. Rautenförmige Ohren in Zukunft. Aber hängen die nicht auch so runter, die Ohren? Ja, genau, ja. Die ich habe eine weibliche Stockente gemalt. An Ente im Teich. What the fuck? Hundkatze. Ja, auch geil. Ja, okay, das ist, ja. Verfüttert eine Hundkatze. Also, bei mir ist es keine Hundkatze gewesen. Moment. Was ist denn das für... Also, Peter verfüttert Jay als Hund an Ente. Meine Fresse, Alter. What the fuck? Das sind vier Haare, das konnte gar nicht Jay sein. Das ist der Schnurrbart, Leute. Vor allem, warum habe ich denn so einen Schnabel als Hund, als Ente? Was? Das ist der Schnurrbart, die Katze ist hoch aufrecht. Wie kennt man das? Oh Gott. Als Hund mit drei Haaren. Das ist Mann, ey, ich hasse euch. Okay, Jay, gibt vor. Ja, ich war richtig schwer. Luca nehmen bei Germany's Next Topmodel GNTM-Teil. So, das war schwer. Oh. Aber gut, okay. Shania ist das Erste, das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, Shania hat das richtig gut gemacht. Aber was ist denn... Oh! Okay, Shania, wieso zeigt die ein Bild hoch? Okay, nee, ich frag anders. Was ist das auf dem Foto? Bild? Eine Titte. Das ist ein Duckface. Oh! Nee, Moment. Ich hab das, was die hochhält. Warte, welches Bild? Das, was Heidi da hält? Ja. Das ist ein Duckface. Was kommt denn da? Das sieht aus wie ein Mops. Das ist doch nur kein Mops. Ja, ich dachte, doch, der linke Mops Afrika von einem. Aber ich hatte keine Zeit mehr für die Augen, weil drei Charaktere zeichnen Leute. Das ist, ich dachte, aber das sie sagt, sie hat leider sie hat heute ein Foto für einen von den beiden, aber auch nur. Und nicht für beide. Ich bin Gott sei Dank, da steht nicht, wer weiterkommt. Ja, nee, ich bin noch nicht auf diese Brust auf einem Blatt Papier eingegangen, sondern habe einfach geschrieben. Schneier und Luca beim Schönheitswettbewerb. Ja, okay, das ist schon nah genug dran. Ich bin, ja, ich bereue nichts. Oh nein! Das sollte ein Laufsteg sein! Nein, ich weiß nicht, ob er rumkommt. Oh mein Gott, nein. Schleier und September im T-Shirt. Ja. Liebe? Was? Ich wusste nicht, was das sein soll. Die stehen auf einem T-Shirt. Oh, Leute. Da hat sich da was draus entwickelt, was nicht gut ist. Ja. Okay, dann ist eskaliert. Hey, wieso der blaue? Achso, ja, selbst stimmt. September und Rapunzel machen Liebe. Oh Gott, danke. Okay, zum Glück, wir gehen weg wieder von der Stelle. What? What? Ich schäme mich so. Die sehen aus wie, als wenn die aus Luftballons, weißt du, so zusammengeknebelt. Luca und Shania bei Germany's Next Topmodel. Ich muss kurz sagen, diesmal hab ich's nicht versaut. Diesmal war ich's nicht. Oh mein, ja, das war ich hab nur gemalt, was ich malen muss. Ich drück schnell auf weiter. Das war in der Tat tatsächlich auch sehr schwierig ausgelegt, aber dafür kommt halt so eine Quatsch bei rum. Christian, wir erinnern dich jetzt gemeinsam. Das ist die schlimmste Episode jemals. Oh Gott. Ohne Scheiß. Jay wird von der Polizei verhaftet. Ach, jo. Oh, okay, ja, gut. Das war einfach. Okay, das fand ich gar nicht so leicht. Ich wusste nicht, wie ich einen. Ja, das war mein. Das war mein extra langes Haar gemacht. Trauriger Jay, wir von Polizei verhaftet. Ach, wenigstens. Sehr gut. Ich bin fein raus. Ey, der Polizist sieht auch aus wie Jay, fällt mir gerade auf. Ja, nee, der ist wieder drei. Das habe ich schon erkannt. Das war gut. Oh. Ah? Boah, keine braunen Haare. Warum mehr malen? Ja. Scheiße. Oh, dreht mit gezogener Waffe. Ja, sicher. Jay wird von der Polizei verhaftet. Aber erkennt ihr was? Luca war noch nicht dran und es ist immer noch der Richtige. Ja, man hätte es aber erkannt, ganz ehrlich. Alter.
Ja, nee. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch nicht. Da bin ich auch nicht sicher. Doch. Wieder nicht dein Ernst. Kannst du den Optionen also, Jace war mein Luca Favorite. Nicht als letzter dran sein darf oder so? Oh. Alter. Okay, ja, dann haben wir jetzt zum Ende hin ja wirklich, was da durchgegangen ist. Und das war eine sehr verstörende Runde. Guarding Call. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich bei jeder. Haut rein. Ciao. Tschüss.